Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank, und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Und dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief 10 Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war.